Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Alpenmap Neuminibrunn und sind hier mit unserem Lamborghini gerade unterwegs. Wir kommen vom Raps aussehen. Wir sind also auf unserem Rapsfeld gewesen, haben dort die Saat ausgebracht und jetzt wird es Zeit, dass wir auf jeden Fall das Feld noch walzen und düngen müssen. Also wir werden da noch mit dem Düngestreuer rüber müssen und dann anschließend das Feld walzen. So, was wir aber auch noch machen müssen, ist unser Grasfeld düngen, das wir dort in der letzten Folge ja gemäht haben und die Grasschwart eingesammelt haben für unser Fermentersilo. So, jetzt überlege ich gerade, wo muss der wieder hin? Der muss wieder in die neue Halle. So. Genau, dieses Grasfeld hier auf der linken Seite, das werden wir düngen und da haben wir Gülle und ich glaube auch noch ein bisschen Mist, aber ich denke, wir haben mehr Gülle als Mist und da werden wir dann gleich mit unserem Güllefass rüberlaufen oder rüberfahren. So, das Ganze auch wieder hier sauber weggeräumt. So, kann man das so runterlassen? Jep, sehr schön. Ah, okay, nein, nein, wieder hoch. Schade, das geht also immer so nicht. Dann schmeißen wir es halt einfach so ab. Okay, okidoki. Jetzt überlege ich gerade. Nehmen wir ihn oder nehmen wir den anderen? Lass mich mal kurz überlegen. Wir nehmen, glaube ich, den anderen fürs Güllefass, oder? So, dann spurten wir mal rüber zu unserem Waldrahm. Und jetzt überlege ich gerade wieder, wo ist denn jetzt eigentlich wieder das Güllefass? Ei, das ist aber auch immer hier eine Sucherei. Na, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Und das müsste logischerweise hier am Kuhstall stehen. Und was ich heute auch machen möchte, die Sache, ich habe es jetzt mal schon angesprochen, die Sache mit den Bienchen. Weil Bienen bringen hier nämlich auch einiges. Und ich habe mich darüber ein bisschen schlau gemacht, weil, wie gesagt, Bienen haben wir doch ein bisschen die letzte Zeit vernachlässigt und da bin ich gar nicht mehr so auf dem Laufen gewesen. Ich weiß, dass es natürlich was ausmacht, welchen Bienenstock man nimmt, desto größer ist die Reichweite und man muss natürlich den Bienenstock am Feld platzieren. Und dann spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass welche Frucht man ausbringt, denn das Ganze funktioniert ja nicht. So, sieht man was? Jupp. Das Ganze funktioniert ja nicht mit jeder Frucht und das bringt halt einen kleinen Ertragsbonus, unabhängig mal davon, dass uns natürlich die Bienchen Honig bringen. Und ich habe mir mal die Preise angesehen, also Honig bringt ja auch gut Geld. So, ich tue mal hier die Karte einblenden, damit wir auch ein bisschen sehen. Genau, das passt soweit. Denn Honig bringt uns ja auch gut Geld und kostet uns eigentlich erstmal nichts, außer die Platzierung natürlich von dem Bienenstock. So, und stopp, dann fahren wir hier mal kurz rückwärts. So, ohne hier gleich den ganzen Mast über den Haufen zu werfen. Genau, die Bienchen kosten uns nichts, sie ernähren sich ja sozusagen dann von den Früchten auf dem Feld. Na, was ist los? Unterbricht hier immer das Ausbringen von der Gülle. Ja, man sieht, dass da auch irgendwo ein bisschen... Naja, okay, wird schon passen. Beim Grasfeld ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. So, das passt soweit. Da fahren wir noch ein bisschen näher ran und dann halten wir hier die Spur. Ja, genau. Und dann werden wir nämlich auch ein bisschen Honig haben und produzieren. Und dann haben wir nämlich noch etwas, was wir dann im Winter verkaufen können. So, das werden wir dann gleich mal hier versuchen, sobald er hier am Ende des Feldes angekommen ist und wir das Fass nochmal füllen. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, bei den Schweinchen ist auch noch Gülle. Dann machen wir das auch erstmal leer. So, die Bahn werden wir doch hoffentlich noch schaffen, oder? Aber gerade so. Fast wie abgezählt.
Ja, da müssen wir auch mal schauen. Ich glaube, ein größeres Güllefass wäre auch nicht verkehrt. Das ist so ein bisschen der Standard. Aber bis jetzt hat es ja gereicht. So, dann fahren wir mal zu unseren Schweinchen, zum Schweinestall. Mal schauen, wie viel Gülle da drin ist. So, ich glaube, das wird hier abgetankt. Genau. Ah, ich schmeiß mal die Hilfe wieder an. Befüllung starten. Wunderbar. Ja, da scheint genügend Material da zu sein, um unsere Felder entsprechend zu düngen. Und dann gehen wir das Thema mit den Bienchen an. Hat man da schon ein bisschen Gedanken gemacht? So, Augenblick. Ja, ungefähr hier kommen wir in die Spur und dann lassen wir den Helfer marschieren. Ja, das sieht doch gut aus. So, okay, wir wollen bauen und zwar Tierchen und da haben wir die Bienchen. So, was ich noch zeigen wollte zuerst, Augenblick, Augenblick, Augenblick. Wir gucken hier in die Hilfe und zwar Augenblick. Wo war es denn? Hier haben wir doch Bienen und das Schöne ist nämlich, denn die Bienen steigern den Ertrag von Raps, Sonnenblumen und Kartoffelfeldern. Und genau das ist ja das, was wir eben anbauen wollen. Da hinten an der 6 und an der 7. Nämlich das Raps, den Raps haben wir schon ausgebracht. Und dann macht es uns die Entscheidung auch etwas leichter zwischen Zucker und Kartoffeln. Dann werden wir nämlich ein Kartoffelfeld anpflanzen, damit wir dann Kartoffeln ernten können für unsere Schweinchen. Okay, so, wir gehen ins Baumenü. Gehen nochmal zu Tieren und zu, ups, falsch, Tieren und die Bienchen. Und ich habe jetzt überlegt, ob wir das hier nehmen sollen. 12.000, das andere kostet uns 19.000. So, und das sind hier die Felder, wo ich jetzt erstmal ausstatten will. Aber würden wir natürlich das Teil hier reinstellen irgendwo, dann hätten wir sogar vier Felder im Griff. Ja, oder hier. Oder am besten sowieso hier. An den Baum, weil da kommen wir sowieso nicht vorbei. Ja, stopp, wir müssten aber hierher. Viel besser wäre es wohl hier, weil hier haben wir den Raps jetzt ausgesät. Dann machen wir hier die Kartoffeln und dann hätten wir auf jeden Fall, weil dann würde nämlich dieses Teilchen hier nicht im Weg stehen, wenn ich das richtig sehe. Hier zwischen den Bäumen wäre natürlich obermega cool im Prinzip. Und dann haben wir auf jeden Fall noch dieses Feld hier im Griff. Falls wir nämlich Sonnenblumen oder etwas Ähnliches hier noch pflanzen wollen. Jetzt schauen wir mal. Wie viel Platz nimmt er denn da weg? Ja, wenn wir da ein bisschen nach hinten gehen, dann sollte es eigentlich gar kein Problem sein, oder? Ach du Schande. Jetzt macht er ja da die Wahnsinnswulst hin. Da habe ich jetzt natürlich nicht daran gedacht. Okay. Okay. Aber nun gut, dann werden wir halt hier an der Stelle immer vorsichtig sein müssen und müssen gucken, wie wir das machen. Aber ihr seht jetzt schon hier die Bienchen. So, da sind die Bienchen schon unterwegs und das müsste eigentlich passen, dass das Feld und dieses Feld im Zugriff sind. Yep. Ja, okay, ist natürlich klar. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass hier der Hang ist und der wird pflanzt es natürlich gerade. Die Alternative wäre natürlich gewesen, hier von der Positionierung, von der Platzierung, dann hätte er hier auch so eine Kante reingemacht. Aber so weit passt es, glaube ich, oder? Ja, da ist jetzt auch so ein kleines Ding. Ja, okay, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, ob wir das hier so stehen lassen. Aber ich glaube, jetzt im ersten Moment können wir im Zweifel damit leben, dass wir dann hier ein bisschen drumherum fahren. Okay, so, der zweite Teil, der dann natürlich wichtig ist für die Bienchen, das ist natürlich hier die Palettenstation. So, und da habe ich mir gedacht, die werden wir jetzt einfach mal dahin stellen. So. Weil hier wird sie, glaube ich, auch am wenigsten stören. Hier haben wir guten Zugriff auf die Paletten und könnten dann hier damit arbeiten. Und im Zweifel immer ein bisschen zur Seite stellen. So, okay, hier werden dann unsere Paletten spawnen. Und das heißt, wir haben jetzt unsere Bienen am Start. Sehr schön, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt, denn. Oh, er ist wieder leer? Nee, er ist gar nicht leer. Hä? Ah, habe ich da eingestellt, dass der automatisch lädt?
Augenblick. So, lasst mich mal kurz schauen. Einstellungen. Hier war das. Ja, natürlich. So, dann machen wir das erstmal wieder aus. Dann schmeißen wir den hier an. Weil die Ecke werden wir auf jeden Fall nochmal düngen. Und dann haben wir da oben noch eine Bahn. Und das Rapsfeld, da müssen wir auf jeden Fall dann mit Kunstdünger ran, damit wir da den optimalen Düngegrad haben. Hier lassen wir nochmal den Helfer rüberlaufen. Und dann zeige ich euch mal ganz kurz, was wir denn bekommen für den Honig. Da sehen wir es, 1662, 1602. Wir schauen mal, Ende des Jahres im Februar 1971 bringen uns dann die Bienchen. Und ich überlege gerade, denn wir brauchen definitiv ja auch für die Müsli-Fabrik so oder so, glaube ich, Honig. Das ist nämlich da Pflicht. Da brauchen wir definitiv Honig, wenn wir in die Müsli-Produktion einsteigen wollen. Und die Müsli-Fabrik, die ist ja meines Wissens hier oben. Da ist die Müsli-Fabrik, genau. Und die werden wir dann vielleicht auch irgendwann kaufen. Ich weiß gar nicht, was wir da alles brauchen. Auf jeden Fall Getreide, ich denke Zucker, Honig, Milch. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, was da alles benötigt wird. Okay, so, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Er ist jetzt fertig. Dann können wir den hier zurückbringen und dann schnappen wir uns unseren Düngestreuer und dann fahren wir mal rüber zum Feld, zum Rapsfeld, und dann können wir es anschließend auch walzen und dann ist das Feld eigentlich auch schon wieder ready. Und im nächsten Monat können wir dann ein Getreidefeld auf jeden Fall noch aussehen. So, ein bisschen hier ran. Okay, so, und dann schauen wir mal, jetzt überlege ich gerade, nee, wir haben nicht den Kalkstreuer, gell, das ist dieser Hinteranbau. Als Düngestreuer den hier, wir hätten natürlich die Spritze, aber ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Wir müssen mal schauen, was da drin ist, ob da Kalk drin ist oder Dünger. So, was haben wir? Wir haben Kalk drin. Dann werden wir den jetzt erstmal entladen. Hm, nicht genügend Platz, nicht genügend Platz. Da soll mir jetzt wieder einer erklären, warum wir nicht genügend Platz haben. Und wenn ich so fahre, dann haben wir plötzlich Platz. Okay. So, ich überlege gerade, haben wir irgendwo noch Dünger rumfahren? Nö, gell? Meines Wissens stand das Zeug immer hier und da haben wir es auch entsprechend verladen. So, Befüllung mit Mineraldünger. Ja, das passt. Dann fahren wir mal zum Feld. Die Fragezeichen könnte ich eigentlich mal ausschalten. Die brauchen wir ja nicht mehr. Ich meine, die Infotafeln sind immer ganz praktisch, damit man weiß, wo man hinfahren muss. Wobei mit der Zeit man natürlich dann auch weiß, was Sache ist. So, wir starten oben. Ich glaube, es gibt noch zwei Grasmissionen und eine Erntemission, aber die ist nicht besonders lukrativ. Dann ist nämlich die Frage, ob wir dann noch was machen. Also Raps möchte ich keinen mehr ausbringen. Wir nehmen, wie gesagt, dieses zweite Feld hier dann für Kartoffeln. Das werden wir dann eben im März, glaube ich, ist die Aussaat der Kartoffeln. Da werden wir uns dann Geräte leihen. Also erstmal leihen, denn ich denke, Kartoffeln werden wir nur einmal machen. So. Jetzt bin ich erst wieder am Überlegen, wie war denn das? Ich glaube, Kalk war nicht so breit.
Was sagt er? Arbeit erfolgreich beendet? Huch. So, dann halt nicht, wenn der Helfer das nicht machen will. Und dann müssen wir da selber ran. So, das Thema mit den Rehen, naja, ist immer noch da. Wir sollten ja jetzt nicht mehr ganz so häufig eigentlich erscheinen auf der Map. So, einmal. Und bei der Breite kommt, brauchen wir, glaube ich, nur noch ein zweites Mal rüber. Dann ist gut. Ja, das Feld braucht schon ordentlich Material, aber es reicht. So. Okay, dann müssen wir weiter rüber. Ja, das ist immer so eine Sache mit diesen etwas, ich sag mal, abgeschnittenen Feldern, wie man die dann am besten immer so mit solch großen Düngemaschinen dann düngt, damit man nicht zu viel, ich sage mal, Schwund hat. Aber auf der anderen Seite... Jo, passt das soweit? Wir schauen nochmal in die Bewertung. Precision Farming, was sagt er uns jetzt bei dem Feld? Immer noch 73, da hat sich nichts verändert, gell? Stickstoff und Unkrautbekämpfung ist ganz klar. Was mir, wie gesagt, immer ein wenig schleierhaft bleibt, ist die Sache Bodenbearbeitung. Warum wir bei den Feldern überall immer nur maximal 50% haben. Naja, sei es drum. Der Kollege kommt jetzt wieder erstmal auf den Hof und dann schnappen wir uns mit dem Lambo die Walze. Und ich bin mal gespannt, wann dann eben die ersten Bienchen kommen. So, Soja ist ja uninteressant. Es war was? Sonnenblumen, Kartoffeln und Raps. Und der Raps ist ja auch noch nicht draußen. Also das heißt, da dürfte sich, glaube ich, was die Bienchen und die Honigpaletten angeht, noch nicht so schnell was tun. Stellt sich jetzt natürlich wieder die Frage, war das so clever, jetzt schon die Bienchen zu platzieren? Ja, das ist jetzt natürlich wieder eine gute Frage, aber ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwas noch kosten, Wartung oder so. Also Schaden tut es eigentlich nicht. Denn wir müssen sie ja, wie gesagt, nicht füttern oder irgendwie in irgendeiner Form fließen. Gut. So. Ja, ich glaube, das wird knapp, oder? Na? Bingo. So, dann gehen wir mal wieder rüber zu unserem Lambo. Und holen die Walze. Die steht jetzt aber, glaube ich, nicht hier drin. Ja, das ist immer diese Sortiererei. Müsste meines Wissens hier stehen. Sehr gut, genau, bingo. Und ich werfe schon mal einen Blick rüber zu unserem Spawnpunkt von den Honigpaletten. Aber da kann natürlich noch nichts sein. Ja, ich glaube, das mit dem Honig und mit den Bienen, das gab es mal früher im LS. Dann hat man es ein bisschen wegfallen lassen. Und dann kam es halt jetzt wieder neu im 22er, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr dürft mich gerne korrigieren und in die Kommentare schreiben, wenn es anders ist. Aber ich glaube, das mit den Bienen war schon mal. Dann hat man es weggelassen und dann kamen sie wieder. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr an LS19.
kann ich mich nicht erinnern an die Bienen. Oder zumindest nicht in der Form, dass die dann, wie gesagt, den Ertrag erhöht hätten und dass man Honig bekommen hat. Huch, ich glaube, das war das nächste Feld, oder? Ja, ja. Sudele. Dann fangen wir hier mal an zu walzen. Das bringt ja auch nochmal 2%. Halt, stopp. Erst muss das Ding unten sein, die Walze. Und dann geht's los. Ich glaube, 2% bringt das Ganze hier Ertragssteigerung, wenn wir uns die Mühe machen, das Gerät zu organisieren, zu kaufen, zu mieten und natürlich dann hier drüber fahren und somit unsere Gerätschaften hier der Abnutzung aussetzen und natürlich auch Benzin verfahren. Ist immer relativ, ob das Ganze dann wirklich sinnvoll ist eigentlich oder ob man auf diese 2% verzichten mag. Aber wir machen es jetzt mal. Setzen wir einmal zurück. Und wenn er die Bahn geschafft hat, dann können wir hier nochmal den Helfer rüberlaufen lassen, der uns natürlich dann auch Geld kostet. Ist klar, nie. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er den Huckel da drüben macht. Eigentlich geht es, geht eigentlich, ne? Macht er die Walze richtig gut eigentlich? So, und ab hier können wir dann den Helfer losschicken. Sehr gut. Ja, und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder mal am Ende angelangt unserer Folge. Also, wir haben heute ein bisschen gedüngt. Wir haben oder werden noch hier walzen. Und wir haben jetzt die Bienen hier auf dem Feld, damit wir auch ein bisschen Honigproduktion haben. Hier auf unserer wunderschönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es war wieder ein bisschen unterhaltsam für euch. Und wünsche euch bis zur nächsten Folge wieder schöne Tage. Sage tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Also bis dann, ciao.